Also es geht heute um komplexe Systeme. Und Sie kennen vielleicht in diesem Zusammenhang diese wunderschönen Bilder von Fraktalen oder auch Dinge wie den Lorentz-Attraktor oder diese logistischen Abbildungen und die entsprechenden Bifurkationen. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, nur falls Sie sowas mal gesehen haben, das hängt also mit komplexen Systemen zusammen und den Theorien, die wir davon haben, aber ich werde sehr viel konkreter werden. Zunächst einmal müssen wir unterscheiden zwischen komplizierten und komplexen Systemen. Und komplizierte Systeme sind solche wie das obere. Ja, das auseinandergenommene Auto, das besteht aus sehr vielen verschiedenen Teilen, aber wenn es zusammengebaut ist, dann sind diese Teile sehr gut kontrollierbar. Das heißt, mit einer Bremse, einem Gaspedal und einem Lenkrad können Sie im Grunde genommen dieses komplizierte Gebilde sehr vorhersagbar steuern. Nicht jedoch, wenn sehr viele Autos unterwegs sind und miteinander interagieren. Dann gibt es unter Umständen Staus aller Art und das möchte man natürlich ganz gerne vermeiden. Und darüber werden wir heute sprechen. Beispiele für komplexe Systeme sind turbulente Strömungen von Flüssigkeiten, aber auch große Lieferketten wie die Weltökonomie oder Finanzmärkte. Und Sie wissen, da kann einiges schief gehen. Ja, das sind also äußerst schwierige Probleme, mit denen man sich in dem Zusammenhang herumplagt. Es geht um Systeme, die aus vielen Komponenten oder Bestandteilen bestehen, die miteinander dynamisch interagieren, die aufeinander reagieren, sich anpassen auf eine flexible Art und Weise oder die in Netzwerken miteinander interagieren, und als Resultat gibt es dort ein reichhaltiges Systemverhalten. In vielen Fällen man hat Dynamik statt Statik, man hat oft zufallsbehaftete Prozesse statt deterministische Prozesse. Die Ergebnisse sind oft überraschend und manchmal auch geradezu paradox. Und sie sind schwer vorhersagbar und scheinbar in vielen Fällen unkontrollierbar. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Sie fordern unsere Art des Denkens heraus. Und leider Gottes gibt es sie fast überall um uns herum. Das heißt, sie sind tatsächlich ein Albtraum für Entscheidungsträger, ja, unsere lieben Politiker insbesondere. Und die Grenzen der Vorhersagbarkeit, die kennen Sie natürlich alle von der Wettervorhersage, obwohl man Supercomputer verwendet und sehr detaillierte Messnetzwerke hat, ist es doch so, dass man nicht über Monate das Wetter hinaus voraussagen kann, sondern auch nur einige Tage in der Regel. Dann passieren außerdem solche Dinge. Ich hatte schon Staus angesprochen. Sollte eigentlich nicht schwierig sein, im Kreis zu fahren. Ja, diese Leute haben moderne Technologie, eine gute Ausbildung, nämlich einen Führerschein. Sie haben die Informationen, die sie brauchen. Und den besten Willen, Staus zu vermeiden, und trotzdem passiert genau das Gegenteil. Ja, und wie kann das sein? Es würde uns auch nichts helfen, wenn wir jetzt tatsächlich Massenüberwachung hätten und die Gedanken aller Fahrerinnen und Fahrer lesen könnten. Wir würden dann nur sehen, wie es passiert, aber vermeiden könnten wir es nicht. Der Punkt ist einfach, wenn die Dichte zu hoch wird und die Fahrer aufeinander reagieren, dann passiert das mit einer gewissen Verzögerung. Und um die Verzögerung auszugleichen, muss man dann ein bisschen stärker bremsen als der Vordermann oder die Vorderfrau. Und das macht dann das nächste Fahrzeug umso mehr. Und es entsteht also eine Kettenreaktion in der Folge, am Ende der Stau aus dem Nichts. Ja. Man nennt das systemische Instabilität und das wird uns jetzt im Folgenden gleich noch mehrfach begegnen. In diesen komplexen Systemen scheitert das lineare Denken, Top-Down-Kontrolle, Lieferketten,
Denn wir leben in einer hochvernetzten Welt. Das heißt, wenn Sie da irgendwo dran ziehen oder Kräfte ausüben, dann passiert da nicht in der Regel das Erwartete und Beabsichtigte, sondern es entstehen Nebenwirkungen, es entstehen Feedback-Effekte und es entstehen Kaskadeneffekte. Und es ist tatsächlich so, dass viele Probleme in der Welt aus systemischen Instabilitäten resultieren. Ja, es könnte alles so schön sein, also wenn Fußgänger unterwegs sind bei normalen Dichten, dann bilden sie diese wunderbaren Bahnen einheitlicher Gehrichtung aus, das heißt, die entgegengesetzten Richtungen separieren sich voneinander, es gibt sehr effiziente Fußgängerströme. Dafür braucht es weder Gesetze, noch Verkehrsschilder, noch Verkehrspolizisten, und Sie müssen das auch nicht in der Schule lernen, sondern Sie machen das ganz von alleine und Sie wissen das in der Regel noch nicht mal. Ja, das nennt man Selbstorganisation. Aber manchmal geht es schief, wie bei der Love Parade. Da kam es zum Crowd Disaster und leider Gottes gibt es solche Crowd Disasters jedes Jahr. Die Frage ist, was kann man dagegen unternehmen? Den Film spiele ich Ihnen nicht vor, ich will Ihre Nerven schonen, das ist nicht schön. Ähnlich haben wir Instabilitäten, die zu diesen Crowd Disasters führen. Also dort möchte niemanden jemanden umbringen, aber trotzdem sterben Menschen. Ja, wie kann das sein, wieder systemische Instabilität? Hier geht es jetzt um Instabilität von Lieferketten, sogenannte Bierspiel, Biergame, sollten Sie mal spielen, sehr interessant. Auch Manager verlieren da die Kontrolle in den Bestellvorgängen. Irgendwann haben sie zu viel auf Lager oder nicht mehr genug auf Lager. Und das liegt wiederum an systemischen Instabilitäten. Das gibt es auch letzten Endes auf globalen Maßstab. Dann nennen wir das Booms und Rezessionen. Ja, und bei der Kriminalität sieht es nicht viel anders aus. Auch hier hat man eine instabile soziale Dynamik, wie Sie sehen, das oszilliert. Tragödien der Allgemeingüter, das heißt die Überfischung der Meere beispielsweise, Schwarzfahren, Steuerhinterziehung, Umweltverschmutzung, die Ausbeutung der Umwelt, Klimawandel, das sind alles Tragödien der Allgemeingüter. Keiner möchte, dass das System kollabiert, aber jeder möchte irgendwie einen kleinen Vorteil, dann erodiert die Kooperation und am Ende passiert dann sowas. Konflikte, auch als Resultat sozialer Instabilitäten, sogar Revolutionen, all das müssen wir verstehen, wenn wir in einer besseren Welt leben wollen. Dann gibt es diese Kaskadeneffekte. Sie sehen also, eine lokale Störung reicht aus, um das ganze System durcheinander zu bringen. Ja, wunderschönes kleines Experiment für ein regnerisches Wochenende. Leider Gottes passieren solche Sachen auch in Realität. Finanzkrise, Lehman Brothers geht pleite, löst eine Kette von Pleiten aus. Hunderte von Banken gehen bankrott. Es kostet uns letzten Endes Hunderte von Milliarden. Und auch Epidemien breiten sich aus. Und Sie wissen alle, nicht nur ist es unangenehm, krank zu sein, man könnte auch daran sterben. Also manche dieser Phänomene, die haben mit Leben und Tod zu tun. Mit anderen Worten, zu verstehen, was da passiert, kann uns helfen, tatsächlich Leben zu retten. Es gab in diesem Zusammenhang unter anderem Google Flu Trends. Die haben also geschaut in Suchanfragen von vielen Menschen, ob sie nach Kopfweh oder Fieber oder dergleichen geschaut haben und daraus dann rekonstruiert, wie viele Leute Grippe haben.
Leider Gottes hat es dann am Ende nicht mehr so gut funktioniert, zum Teil wohl auch deswegen, weil sie uns jetzt immer stärker manipulieren in unseren Suchen. Und in der Zwischenzeit hat man diesen Service vom Netz genommen. Das heißt, Google selber ist eigentlich gescheitert jetzt an diesem Problem. Galt mal als großes Vorzeigebeispiel, als Success Story von Big Data Analytics. Und jetzt fragen sich die Leute, wird uns vielleicht oder hoffentlich künstliche Intelligenz retten? Ja, es wird gesagt, die Menschen sind zu dumm, zu egoistisch, zu emotional, zu irrational. Also übertragen wir das doch besser an künstliche Intelligenzsysteme. Die sollen dann angeblich ganz objektiv sein und viel schlauer als wir. Und man sagt dann spätestens 2036 werden dann alle Weltprobleme gelöst sein. Und manche Leute glauben, es wird noch ein bisschen länger dauern. Wahrscheinlich hat das Militär schon längst super intelligente Systeme. Auf jeden Fall, das ist die Entwicklung, exponentielle Zunahme der künstlichen Intelligenz. Die allermeisten waren hoch überrascht, als Google DeepMind es gelungen ist, den besten Go-Spieler zu schlagen. Das ist ein sehr kompliziertes strategisches Spiel. Man dachte, es wird vielleicht noch ein, zwei Jahrzehnte dauern. Und mittlerweile ist es so weit, dass es Algorithmen gibt, die brauchen gar keine Menschen mehr, die sie anleiten. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich hier die Leute auch schon wieder aus dem Foto entfernen, denn das macht jetzt die künstliche Intelligenz ganz von alleine. Ja? Und insofern stellen einige Leute die Frage, könnten wir jetzt die Gesellschaft wie eine gigantische Maschine betreiben? Ja, wir haben gelernt, Fabriken zu automatisieren und selbstfahrende Autos zu bauen. Also warum machen wir das nicht mit Städten, mit Ländern und mit der ganzen Welt, sagen manche. Und wenn man das möchte, dann muss man tatsächlich im Grunde genommen die Einzelteile der Welt analysieren. Ja, das sind Sie und ich, das sind politische Parteien, das sind Firmen und so weiter und so fort. Die werden also vermessen. Ja, deswegen haben wir die Massenüberwachung. Und dann lernt man, wie sich diese einzelnen Teile verhalten. Dazu nimmt man so eine Art Blackboxen, die aber lernfähig sind, also mit maschinellem Lernen ausgestattet sind, die mit Daten gefüttert werden und sich immer ähnlicher wie Sie zum Beispiel verhalten sollen. Also von jedem von uns gibt es im Grunde genommen ein digitales Abbild, ein digitales Double. Und mit diesen digitalen Doubles können Experimente gemacht werden im Computer und man kann herausfinden, wie man uns dazu bringt, bestimmte Produkte zu kaufen oder Parteien zu wählen, bestimmte Gefühle oder Meinungen zu haben, andere Religionen oder Volksgruppen zu hassen, was auch immer diesen Sozialingenieuren einfällt. Also könnte man jetzt Städte und Länder automatisieren? Und wenn ja, sollten wir es denn tun? Ich bin da sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Ich bin der Meinung, die Gesellschaft ist keine Maschine. Eine Stadt ist nicht einfach nur ein Entertainment-Park, wo vorgefertigte Emotionen, Erlebnisse konsumiert werden. Das ist auch nicht einfach nur eine Supply Chain, sondern es sind Orte des Experimentierens, des Lernens, des Interagierens und der Kultur. Und insofern werden da viele Dinge einfach vergessen in der datengetriebenen Gesellschaft, in der Menschenwürde das Wichtigste in unserer Verfassung nicht vermessen wird, dort wird die Menschenwürde unter die Räder kommen. Ja, das ist meine Prognose. Das irritiert die Ingenieure gar nicht. Ja, sie haben von diesen Dingen keine Ahnung. Im Silicon Valley gibt es natürlich jede Menge Programmierer, aber wenig Leute, die sich mit den historischen Implikationen, den gesellschaftlichen, den psychologischen, sozialen, gesellschaftlichen Implikationen, ethischen Implikationen, meinetwegen auch religiösen, dieser Technologien befassen. All diese Dinge, die in unserer Gesellschaft wichtig sind, die fallen also dort durchs Raster. Man denkt einfach, man kann
die Dinge automatisieren und automatisiert eben nur die Dinge, die sich automatisieren lassen, das heißt die deterministischen, mechanischen Prozesse und alles andere wird vergessen. Aber wie gesagt, das tut dem keinen Abbruch, dass man jetzt anfängt, der künstlichen Intelligenz göttliche Eigenschaften zu messen und sie als Religion anzumelden. Es hat mindestens zwei Vorteile. Erstens mal muss man da keine Steuern bezahlen und zweitens mal muss man sich nicht an die Verfassung halten, jedenfalls nicht in Amerika. Ja. Also seit wenigen Wochen gibt es hier diese Artikel, wo künstliche Intelligenz mit Gott verglichen wird, weil es mehr weiß als wir und weil es von alleine lernt und weil es wahrscheinlich mal intelligenter sein wird als einzelner Mensch oder sogar als viele Menschen. Und daraus wird dann von bestimmten Leuten hergeleitet, dass wir uns dieser künstlichen Intelligenz, dieser Superintelligenz unterwerfen sollten und die Gebote, die dort von dieser künstlichen Intelligenz entwickelt werden, einhalten müssten. Ja? Ich glaube, da ist auch der Vatikan verstrickt in diese Sachen. Ja, was hat der Vatikan mit Google zu tun, kann man sich natürlich fragen. Wenn Sie meine Einschätzung hören wollen, dann glaube ich, dass es dieses sogenannte superintelligente System, ob es nun superintelligent ist oder nicht, sondern auch egal, eigentlich schon gibt und dass es wahrscheinlich bald passieren wird, dass wir uns diesen Systemen werden unterwerfen sollen und das machen sollen, was gesagt wurde. Die Begründung wird sein, Klimaerwärmung und andere Probleme, die es erfordern, dass wir viel solidarischer sind und dass wir nicht so egoistisch sind. Das heißt, irgendjemand muss uns mal sagen, wo es lang geht. Und das wird diese künstliche Intelligenz sein. Also die kleine Apokalypse, die AI-Apokalypse ist schon auf dem Weg. Ja. Schauen Sie sich nochmal das Kapitel in dem entsprechenden Buch an und denken Sie dann an mich, wenn es soweit ist. Ich bin der Meinung, das Ganze ist eine vollkommene Fehlentwicklung. Obwohl ich glaube, dass wir Big Data und künstliche Intelligenz nutzen sollten, dass wir damit auch viel Nutzen stiften können, wenn wir sie richtig einsetzen, darf man auch die Limitationen nicht unterschätzen. Denn obwohl wir jetzt alle 18 Monate eine verdoppelte Rechenleistung haben und alle 12 Monate eine Verdopplung des Datenvolumens, das heißt innerhalb von einem Jahr so viel Daten produziert werden wie in allen Jahren zuvor, also der gesamten Menschheitsgeschichte, unvorstellbare Datenmengen also. Obwohl wir das beste Technologie und mehr Daten denn je haben, verlieren wir zunehmend die Kontrolle über die Welt. Während wir versuchen, sie zentral zu steuern. Und das liegt daran, dass wir mit der Vernetzung ein kombinatorisches Wachstum der Komplexität schaffen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir einen anderen Steuerungsansatz brauchen. Zum Glück gibt es einen. Und das ist die verteilte Steuerung und Selbstorganisation. Ja, ich bin also der Meinung, die Gesellschaft lässt sich nicht wie ein Auto steuern. Und wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters, wo wir lernen müssen, völlig anders zu denken über die Welt und wie wir sie organisieren. Statt Top-Down-Kontrolle brauchen wir eigentlich Befähigung und Koordination. Also weg von dieser Überregulierung, die wir überall haben. Ja? Jedes Jahr hunderte von neuen Gesetzen, kein Mensch kennt die. Die kann man gar nicht alle einhalten. Das ist ein völlig absurdes System. Stattdessen sollten wir ein System bauen, in dem wir mehr oder weniger automatisch das Richtige tun, das uns also unterstützt in unseren Entscheidungen, ohne uns zu bevormunden.
Und ich will jetzt hier die Selbstorganisation ein bisschen näher beleuchten, die wir in verschiedenen Systemen finden, und Ihnen auch sagen, wie man dieses Wissen nutzen kann, um Ordnung in diesem System durch Selbstorganisation zustande zu bringen. Ja, beginnen wir mit den Fußgängern. Fußgänger kann man durch sogenannte soziale Kräftemodelle erstaunlich gut beschreiben. Es nimmt an, dass wir in der Kindheit lernen, unser Bewegungsverhalten zu optimieren, um Leute herumzulaufen und all diese Dinge und immer besser werden, und dass dann dieses mehr oder weniger optimale Verhalten in Gleichungen gefasst werden kann, die dieses Verhalten approximieren. Und in der Regel sind das zwei Gleichungen, eine Bewegungsgleichung, die beschreibt nichts anderes als, dass die Ortsveränderung eines Fußgängers Alpha durch seine Geschwindigkeit gegeben ist. Gut, nichts anderes hätten Sie erwartet. Viel interessanter ist, wie sich die Geschwindigkeit mit der Zeit ändert. Wir brauchen also eine Beschleunigungsgleichung. Und hier macht man jetzt die Annahme, dass es verschiedene Motivationen gibt, die einen Fußgänger bewegen, und dass jede dieser Motivationen durch einen Kraftterm beschrieben werden kann und dass man diese Kraftterme aufaddieren kann. Da gibt es also einen Term, der die Beschleunigung der tatsächlichen Geschwindigkeit hin auf die Wunschgeschwindigkeit und die Zielrichtung beschreibt. Braucht eine gewisse Zeit, wie Sie hier sehen. Dann gibt es Interaktionskräfte zwischen Fußgänger Alpha und den anderen Fußgängern Beta. Das sind in der Regel repulsive Kräfte, die dafür sorgen, dass wir Abstände halten. Aber wenn wir mit Freunden oder Familienmitgliedern oder mit anderen Touristen unterwegs sind, dann könnte es auch anziehende Kräfte geben, die Gruppenmitglieder beieinander halten. Dann gibt es abschließende Kräfte von Wänden und von Straßen, und man könnte noch einen Zufallsterm dazu addieren. So, diese Kräfte kann man im Einzelnen spezifizieren und dann letzten Endes die Bewegung des Fußgängers damit im Computer simulieren, und das führt dann zum Beispiel dazu, dass wir diese vorher beobachtete Bahnbildung nach einiger Zeit finden. Ja, die entgegengesetzten Fußgängerströme separieren sich also voneinander. Die Leute schwimmen nicht einfach gegen den Strom, sondern sie weichen sich aus, und dadurch entstehen diese Bahnen. Ja, die Relativgeschwindigkeit zwischen entgegengesetzten Richtungen ist also entscheidend für diese Separation der Richtungen. Aber das ist nicht alles. An engen Stellen gibt es dann Oszillationen der Bewegungsrichtung. Das sehen Sie jetzt hier. Das heißt, auf der Seite, die warten muss, baut sich immer mehr Druck auf, weil sich immer mehr Leute ansammeln. Irgendwann wirkt dieser Druck den Strom aus der anderen Richtung ab und man erobert dann die Tür, und so geht es dann hin und her. Das ist sehr interessant, alles wieder durch Selbstorganisation. Und man kann sich natürlich auch fragen, was passiert, wenn man jetzt durch einen anderen Fußgängerstrom hindurchlaufen muss. Also wenn man jetzt irgendwie eine einzelne Person ist, und das sind sehr viele Menschen, die quer zur eigenen Bewegungsrichtung laufen, dann würde man quasi von so einer Art Menschenwall stehen. Ja? Aber wenn es zwei große Strömungen sind, dann gibt es eine Streifenbildung, und faszinierenderweise erlaubt es, dass man durch den kreuzenden Fußgängerstrom durchlaufen kann, ohne anzuhalten. Ja, das ist also absoluter Wahnsinn. Ja, also sie laufen sozusagen durch den Menschenwall hindurch. Ja. Und wie funktioniert das? Die Streifen bewegen sich vorwärts, und in den Streifen bewegen sie sich seitwärts, und auf diese Art und Weise können sie tatsächlich durch diesen anderen Strom durchlaufen. Ja. Also faszinierende Dinge, die automatisch durch Selbstorganisation und
ohne langes Nachdenken und Knobeln passieren. Ja? Mit diesen Modellen kann man natürlich auch wesentlich größere und kompliziertere Systeme simulieren. Jetzt bin ich eins zu weit. Es hätte eine Stadt sein sollen, aber Sie glauben mir das bestimmt, sonst müssen Sie jetzt schreien, dann spüre ich nochmal zurück. Also, dann kann ich hier multimodale Verkehrssysteme auch simulieren mit U-Bahn und Fußgängern und Bussen und Autos und Logistik und so weiter und so fort. Also, es ist so, dass das nicht nur theoretisch alles geblieben ist, sondern dass es tatsächlich nützlich ist und man macht damit Planungen von Infrastrukturen, von Städten, von Sportereignissen und so weiter und so fort. Und man kann sich natürlich dann überlegen, kann man Gebäude vielleicht optimieren, Architekturen? Dann kann man natürlich sagen, ja, es gibt drei verschiedene Elemente, die in jeder Architektur auftauchen. Das sind Korridore, das sind Engstellen, das sind Kreuzungen. Und alle sind falsch konstruiert. Ja, also fangen wir mal bei dem mittleren an. Da kann man sich leicht vorstellen, dass man durch dieses Abschneiden dieser Ecken, indem man also eine Art Trichter baut, eine wesentlich effizientere Fußgängerströmung zustande bekommt. Ja? Also Platz wegnehmen, Raum wegnehmen kann unter Umständen günstig sein. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann fängt man dann an auszuprobieren. Dann stellt man dann hier solche Säulen in den Weg vom Korridor und stellt fest, dass es tatsächlich die Bahnen stabilisiert. Ja, hier ein schönes Video aus Budapest. Da laufen erstmal alle auf uns zu, dann kommt eine U-Bahn an jetzt und nach kurzer Zeit teilen sich die zwei Fußgängerströme auf. Nach vorne läuft man auf der rechten Seite und die auf uns zukommen sind auf der linken Seite, also schön separiert, funktioniert ganz wunderbar. So, und bei Kreuzungen, da hätte man ganz gerne einen Kreisverkehr, um das Chaos zu minimieren, da kann man auch bestimmte Maßnahmen treffen. Und im Grunde genommen kann man nun alle Fußgängerinfrastrukturen eigentlich optimieren, auch automatisiert. Man würde also den Plan nehmen, ihn dann duplizieren und oder multiplizieren meinetwegen und dann kleine zufällige Veränderungen vornehmen an der Architektur, dann das Ganze simulieren, testen, eine Evaluation machen auf der Basis von Performance-Kriterien, zum Beispiel Effizienz, dann die besten Varianten selektieren, wieder multiplizieren, abändern und so weiter. Und für eine Engstelle passiert dann Folgendes, also Sie sehen einen Raum mit einem Korridor als Ausgang. Ja, am Anfang passieren hier, ups, das war der falsche Knopf, da passieren dumme Dinge, wollte ich sagen, und schon passieren sie. Ja, also das ist natürlich nicht nützlich, was hier geschieht, aber so ist es halt, wenn der Zufall hineinspielt im Laufe der Zeit. Allerdings sehen Sie, dass hier diese trichterförmigen Architekturen entstehen und sich stabilisieren und die machen natürlich jede Menge Sinn. Und wir haben dann eine verfeinerte Methode angewandt für Situationen, wo sich die Menschen stauen und dann stellt sich heraus, dass es zum Beispiel günstig ist, wenn die Leute einen Zickzackweg nehmen, dann drücken nämlich nicht so viele von hinten auf die Leute, die hier durch diese engstelle Tür nach außen wollen. Ja? Ähnlich ist das hier. Da müssen die Leute also von der Seite kommen. Auch hier ist der Vorteil wieder damit begründet, dass der Druck auf die Leute am Ausgang reduziert wird. Und das heißt, man könnte im Grunde genommen Fußballstadien anders konstruieren. Man könnte solche Zickzack-Treppen machen, die sich auch verbreitern, je mehr Sitzreihen da hineinströmen, so wie das bei einem Fluss auch der Fall ist. Und auf diese Art und Weise könnte man also die Gefahr, dass Leute, die stürzen, niedergetrampelt werden, dass Leute überhaupt erstmal aus dem Gleichgewicht kommen, weil von hinten gedrängelt wird, reduzieren.
Also man kann eine ganze Menge machen und auch gegen Paniken. Man muss zunächst einmal vermeiden, dass es zu hohe Dichten gibt. Man muss kreuzende und entgegengesetzte Ströme vermeiden. Man muss ein Auge auf zusammenfließende Ströme haben, sollte man zum Teil auch vermeiden. Es gibt eine ganze Menge, was man machen kann. Es braucht Notfallkonzepte und so weiter und so fort. So, kommen wir zum Straßenverkehr. Die Frage ist, können wir die Verkehrsstaus verstehen? Ja, und hier habe ich nun einige Abbildungen von echten Verkehrsstaus auf deutschen Autobahnen, also was sie so zustande bekommen, ja, alle Achtung, das ist schon eine hohe Kunst, solche komplizierte Muster zu verursachen. Und ehrlich gesagt haben sie uns jede Menge Kopfzerbrechen verursacht. Wie kann man das beschreiben mit mathematischen Gleichungen? Ja? Oder kann man dann gleich aufgeben? Wir haben nicht aufgegeben. Ja. Es gibt ein Gebiet, das nennt sich Verkehrsphysik, und es ist uns gelungen, Modelle zu entwickeln, mit denen man tatsächlich all diese verschiedenen komplexen Verkehrsmuster, die man beobachtet, verstehen kann. Mit Modellen wie dem intelligenten Driver Model. Das sind die Gleichungen. Also es gibt wieder eine Bewegungsgleichung, eine Beschleunigungsgleichung. Es soll so sein, dass normalerweise keine Unfälle entstehen. Ja, und mit Gleichungen wie diesen kann man dann auf Autobahnen mit Zu- und Abfahrten Muster simulieren, die vom Verkehrsaufkommen abhängen. Und hier sehen Sie verschiedene Muster. Also es ist erstaunlich, wie viele verschiedene Muster möglich sind in einem einfachen Modell wie diesem, das nicht viele Parameter hat. Und es ist so, dass man all diese verschiedenen Muster tatsächlich findet in Realität. Es gibt also eine Korrespondenz zwischen diesen simulierten Mustern und jenen, die man in Realität findet. Also die komplizierten Staus, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, die sind zusammengesetzt aus diesen elementaren Mustern. Und man kann das also im Einzelnen nachvollziehen. Da waren unter anderem auch Unfälle passiert. Und man kann sogar noch weitergehen und diese Phasendiagramme theoretisch herleiten, die einem sagen, unter welchen Umständen freier Verkehr, hier FD, oder Stop-and-Go-Verkehr, SGV oder OCT, Oscillating Congested Traffic, oder HCT, Homogeneous Congested Traffic, also dieser langsame C-fließende Verkehr, wie er nach Unfällen oft entsteht, auftritt. Ja, und dann hängt es noch davon ab, ob die Störungen im Verkehrsfluss, die diese Staus oft verursachen, klein oder groß sind. Und die Frage ist, hat diese Theorie irgendetwas mit der Realität zu tun? Ja, ist ja schön, dass man da Gleichungen hat, wo man sich einbildet, etwas zu verstehen. Aber tatsächlich, ja, es gibt eine klare Struktur der Stauzustände, die man vorfindet. Die verschiedenen Stauzustände sind also klar voneinander separiert. Sie sehen es hier farblich unterschieden. Und es ist auch dort vorzufinden, wo man es theoretisch erwartet. Ja? Also großer Erfolg, wir verstehen Staus, obwohl es so viele davon gibt und unter welchen Bedingungen sie auftreten. Und das ist eine gute Voraussetzung dafür, um etwas dagegen zu tun. Ja? Ich würde mal behaupten, eine Analyse, die die Leute bei Google vielleicht nicht gemacht haben, das wird sich noch zeigen. Jedenfalls, was Sie hier sehen, ist, dass wir die Ausdehnung der Staus tatsächlich mit diesen Gleichungen verstehen können, auch die Zeitverluste, die sie erleiden. Ich kann also sagen, großer Erfolg. Trotzdem kein absoluter Erfolg. Sie erinnern sich, dass ich gesagt habe, Grenzen der Vorhersehbarkeit, und so ist es auch hier. Ja?
Das heißt, dieses kleine Ereignis, diese kleine Störung, die den Stau auslöst durch diesen Aufschaukelungsprozess, den ich vorher beschrieben habe, wenn der auftritt, wenn diese auftritt, die kleine Störung und wo, das können wir nicht im Einzelnen sagen. In vielen Fällen sind es aber Überholmanöver von LKWs. Das ist ganz interessant. Daraus kann man dann auch bestimmte Maßnahmen ableiten. Nun, wenn man also Staus loswerden möchte, ja, wenn die einmal entstanden sind, das vielleicht noch zur Information, dann hat dieselbe Straße weniger Kapazität. Ja. Vorher konnten da vielleicht 2500 Fahrzeuge pro Stunde und Spur fahren. Wenn der Stau einmal da ist, sind es nur noch 1800 Fahrzeuge pro Stunde und Spur. Ja, die gleiche Autobahn hat weniger Kapazität. Ja, nennt man Capacity Drop. Und das heißt, man muss also den frei fließenden Verkehr so lange wie möglich aufrechterhalten. Das muss die Strategie sein, denn dann minimieren Sie die Stauminuten. Und dazu muss man quasi diese kleinen Störungen ausbügeln, ja, den Verkehr also homogenisieren. Und das kann man machen durch Strategien des kooperativen Fahrens. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Fahrzeug ausgestattet ist mit Radarsensoren, so wie es da unten der Fall ist, die Abstand und Relativgeschwindigkeit messen und Ihr Fahrzeug automatisch beschleunigen und abbremsen lassen. Ja, wir haben da also mit einer großen Automobilfirma sogar Feldexperimente gemacht. Diese Fahrzeuge können die Umgebung quasi wahrnehmen bis zu einem gewissen Grad. Sie können kommunizieren mit benachbarten Fahrzeugen. Sie haben eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit. Sie können Entscheidungen treffen. Sie können den Fahrer informieren oder eben selber handeln. Und da werden verschiedene Sensorinformationen integriert und auch unter Umständen GPS-Daten und alles Mögliche. Und man muss dann letzten Endes erkennen, in welcher Verkehrssituation man sich befindet, denn davon hängt die Fahrstrategie ab. Ja? Unter normalen Bedingungen verhält sich Ihr Auto so, wie Sie fahren würden. Aber wenn Sie sich dem Stau nähern oder wenn Sie langsam an die Staufront kommen und gleich aus dem Stau heraus beschleunigen werden, dann muss sich Ihre Fahrstrategie verändern, damit man die Staus reduzieren kann. Ja? Und das würde das selbstfahrende Fahrzeug dann selber machen. Ja? Das würde quasi etwas besser reagieren auf die Situation, als Sie das können, hat eben entsprechende bessere Messsensorik und man kann dann tatsächlich Staus, wie wir sie heutzutage haben, deutlich reduzieren. Sogar wenn nicht alle Fahrzeuge ausgestattet sind mit dieser Technologie. Ja? Das ist das Interessante, weil heutzutage wird oft über selbstfahrende Fahrzeuge gesprochen, aber man hat dann die Vorstellung, dass dann irgendwann alle Fahrzeuge gleichzeitig umgestellt werden. Ja, sie dürfen dann gar nicht mehr selber fahren und dass dann alle diese Fahrzeuge unter Umständen sogar zentral gesteuert werden. Das ist aus meiner Sicht nicht sachdienlich, wäre auch total Überwachung und Totalkontrolle. Was wir hier machen, ist was völlig anderes. Ja. Zunächst einmal simulieren wir hier den Stop-and-Go-Verkehr, damit Sie sehen, dass wir diesen Prozess verstehen und nachbilden können. Ja, das nervt uns jetzt jeden Tag und das würden wir gerne loswerden. Dazu müssen wir jetzt sehen, was eigentlich der Grund für diesen Stau ist. Und nachdem wir jetzt so genervt sind, verlassen wir das Auto und steigen in einen Hubschrauber. Dann sehen wir, was da los ist und tatsächlich gibt es dann eine Zufahrt hier. Und da versuchen also einzelne Fahrzeuge auf die Autobahn zu tröpfeln. Das produziert dann kleine Störungen, die schaukelt sich auf, das verursacht den Stop-and-Go-Verkehr. So, und dann schalten wir aber dieses Verkehrsleistungsassistenzsystem an. Die Fahrzeuge fahren dann ein bisschen anders, sie reagieren auf
das Vorderfahrzeug anders, nicht zentral gesteuert. Das ist eine dezentrale Veränderung im Fahrverhalten, ein sogenannter Mechanismusdesign. Und wie Sie sehen, werden wir den Stau los, obwohl genauso viele Fahrzeuge reinfahren. Ja? Wie haben wir das gemacht? Wir haben den Verkehrsfluss stabilisiert und wir haben die Kapazität leicht erhöht durch Veränderung dieser Fahrparameter. Ja, braucht dann gar keine zusätzliche Fahrspur, sondern dort, wo es an Kapazität mangelt, wird quasi elektronisch zusätzliche Kapazität erzeugt und dadurch der Verkehr geglättet. Und für solche Dinge braucht es Echtzeitdaten und Echtzeitfeedback, um letzten Endes die Interaktion zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern zu verändern, sodass dann durch Selbstorganisation das gewünschte Ergebnis herauskommt. Ja? Also Selbstorganisation kann verschiedene Ergebnisse produzieren, erwünschte und unerwünschte. Das kann auch von der Situation abhängen, was wir als erwünscht oder unerwünscht ansehen. Aber durch Veränderung der Interaktion, Stichwort Mechanism Design, können wir die erwünschten Ergebnisse durch Selbstorganisation auf den Weg bringen. Ja, wir müssen also nicht jedes einzelne Fahrzeug steuern, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es Interaktionen gibt, die zu einer Koordination und Harmonisierung führen. Und das würde man natürlich auch ganz gerne im Stadtverkehr machen. Ja, sonst sieht es nämlich so aus. Und die Frage ist, kann das gut gehen? Dann zeige ich Ihnen ein ziemlich erstaunliches Video aus Ägypten. Etwas beschleunigt, sehr viele verschiedene Verkehrsteilnehmer, wie Sie sehen werden. Fast keiner muss anhalten. Und die Frage ist, wie kann das sein? Ja, da gibt es keine Ampel, gibt es keinen Verkehrspolizisten. Das läuft einfach von selber. Warum? Wir haben hier vorne einen Einbahnverkehr. Hinten haben wir auch Einbahnverkehr und zwischendrin einen kleinen Puffer. Und dieser Puffer erlaubt es den Verkehrsteilnehmern, die Geschwindigkeit so anzupassen, dass sie genau dann kreuzen, wenn eine Lücke im Verkehrsstrom sich auftut. Ja? Geniales Design. So, wir haben uns gefragt, kann man sowas nicht auch technisch umsetzen für moderne Stadt? Designs und haben uns erinnert an diese Oszillationen der Fußgängerströme, die durch Aufbau und Abbau von Druck entstehen. Und dachten uns, naja, an Ampeln, da haben wir eigentlich auch Oszillationen, ja, da darf man mal fließen, dann muss man wieder stoppen. Das ist eigentlich so ähnlich, konnten wir das nicht im Grunde genommen auch durch eine Art Druckprinzip selbstorganisierend steuern lassen, ja, wo sozusagen die Verkehrsströme die Ampeln steuern, statt umgekehrt. Das war die Idee. Also wir haben gesagt, Tabula rasa, wie bisher Ampeln geschaltet worden sind, interessiert uns nicht. Wir erfinden das jetzt völlig neu. Und das kann natürlich schief gehen. Die Frage ist also, funktioniert das oder nicht? Ne? So, und da vergleichen wir jetzt drei verschiedene Organisationsprinzipien. Links, zentrale Kontrolle, also Verkehrsleitzentrale, die versucht, so viel Daten wie möglich zentral zu sammeln, dann zu optimieren und dann oktroyiert sie den optimalen Plan, aus ihrer Sicht optimalen Plan der Stadt auf. Ja, der sogenannte wohlwollende Diktator quasi. Problem ist nur, es können so viele verschiedene Parameter in dieser Ampelsteuerung variiert werden, dass man all diese Parameterkombinationen gar nicht in Echtzeit durchspielen kann. Das heißt, man kann die Optimierung nicht in realer Geschwindigkeit durchspielen. Ja, man muss das Optimierungsproblem vereinfachen, damit muss man viele Lösungen wegwerfen. Und wie man es normalerweise macht, ist, dass man sagt, gut, dann bedienen wir die Straßen periodisch
und passen diese Zyklen aneinander an, also synchronisieren die, und dann muss ja wohl das Optimale dabei herauskommen und alles andere macht ja wohl keinen Sinn. Das ist so diese Vorstellung. Und heutzutage passt man dann noch die Grünzeiten so ein bisschen an, werden sie verlängert oder verkürzt, aber im Grunde genommen hat man einen periodischen Service. Und das wird optimiert auf der Basis von Daten, die erhoben werden über das typische Verkehrsaufkommen. Montagmorgen zwischen 9 und 10 oder Freitagabend zwischen 3 und 4 und nachmittags oder vor dem Fußballspiel, nach dem Fußballspiel, wie auch immer. Ja, dafür optimieren Sie die Ampelsteuerung offline, also nicht in Echtzeit, und ziehen das dann aus der Schublade, wenn diese Situation auftritt, und spielen dann das optimale Programm für eine typische Verkehrssituation ab, die aber nie wirklich auftritt. Ja. Und wir haben gesagt, wir probieren das mal anders. Wir passen uns an die tatsächliche Verkehrssituation an, aber versuchen gar nicht unbedingt die optimale Lösung zu erhalten. Wenn die 90 oder 95% optimal sind, sind wir vielleicht schon zufrieden, und schauen wir mal, was dabei herauskommt, wenn wir das so hinbekommen, dass sich womöglich der Verkehr koordiniert. In der Mitte haben wir jetzt einen anderen Ansatz, vollkommen dezentral. Ja? Die Kreuzungen optimieren separat. Ja, also als wären Sie sozusagen Verkehrspolizist und müssten diese Kreuzungen steuern und machen das Optimale, was dort an diesem Ort möglich ist. Ja, in der Ökonomie nennt man das Homo economicus. Ja, wir würden alle optimieren. Ja, jeder, Sie alle an einer Kreuzung. Ja. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das zwischen den verschiedenen Kreuzungen nicht gut koordiniert ist. So, wir schauen jetzt noch an, also wir würden erwarten, dass das schlechter ist als das linke. Und das ganz rechts ist jetzt nochmal etwas anderes. Da machen wir das Gleiche, aber wenn sich eine Autoschlange bildet, die relativ lang wird, dann bedienen wir die zuerst. Unterbrechen also die Optimierung, um erstmal diesen Stau abzubauen, damit es nicht hineinläuft in die nächste Kreuzung. Also wir nehmen Rücksicht auf die nächste Kreuzung. Ja. Und man würde also denken, die Optimierung wird abgebrochen, rücksichtsvoll, das kann eigentlich nur noch schlechter sein als das mittlere. Also das würde man denken, ist das Beste, das ist das Zweitbeste, das ist das Drittbeste. Schauen wir einfach mal, was rauskommt. Ja. So, rote Linie, Top-Down-Steuerung, der wohlwollende Diktator. Mit zunehmendem Verkehrsaufkommen wächst die Schlangenlänge der Autoschlange hinter dem Rotlicht an. Oder durchschnittliche Schlangenlänge, das ist das, was wir erwarten würden. Ja? Also nichts Besonderes, das sieht vollkommen plausibel aus. Dann vergleichen wir das mal mit dieser egoistischen Optimierung, wo alle Kreuzungen das machen, was für sie am besten ist. Ja? Homo economicus. Und dann sehen wir, das ist viel besser bei geringem Verkehrsaufkommen. Ja? Und dann plötzlich gerät das Ganze außer Kontrolle und es gibt irrsinnig lange Staus. Da wird natürlich die Verkehrsleitzentrale sagen, haha, deswegen habt ihr uns ja und dafür zahlt ihr diese ganzen Millionen. Ne? Also man kann sagen, hier funktioniert die Selbstorganisation oder Adam Smiths unsichtbare Hand, wie man auch sagt als Ökonom, und da hinten versagt diese unsichtbare Hand, wie bei der Finanzkrise auch. Ne? So, dann ist die Frage, was passiert beim Verfahren 3? Beim Verfahren 3, da nehmen wir, optimieren wir lokal, aber nehmen Rücksicht auf unsere Nachbarn. Ja, hört sich nett an, aber funktioniert das auch besser? Das ist halt die Frage. Also es funktioniert genauso gut wie der blanke Egoismus der einzelnen Kreuzungen bei geringem Verkehrsaufkommen. Ja, da gibt es ja auch nicht viele Zielkonflikte. Ja. Aber es funktioniert auch bei hohem Verkehrsaufkommen bis zum Schluss besser als diese
zentralisierte Top-Down-Kontrolle aller wohlwollender Diktator. Weil die nämlich viele Lösungen weggeworfen haben, die interessant sind. Diese ganzen nicht-periodischen Lösungen, die flexibel reagieren auf die tatsächlichen Verkehrsaufkommen, die wurden einfach weggeworfen. Hier sind sie möglich durch die Selbstorganisation. Und das führt zu deutlich besseren Lösungen. Das heißt, wir schaffen es auf dezentrale Art und Weise, durch Rücksichtnahme auf die Nachbarn, was zu Koordination lokal führt, die unsichtbare Hand zum Funktionieren zu bringen. Und diese lokale Koordination breitet sich dann durch Selbstorganisation quasi in der ganzen Stadt aus. Das war die Idee. Funktioniert das auch? Ja, dann haben wir gesprochen, damals war ich noch in Dresden, mit der Stadt. Und die haben gesagt, na gut, wir haben da im Zentrum um den Bahnhof Mitte ein Problem. Ja, Sie sehen, es ist ein hochkomplexes Straßennetzwerk. Das kriegen wir nicht zufriedenstellend in den Griff. Und zwar haben Sie dort grüne Wellen implementiert, aber das hat zur Folge, dass der öffentliche Verkehr warten muss. Und wenn der öffentliche Verkehr priorisiert wird, dann brechen die grünen Wellen zusammen. Es gibt einen Mega-Monster-Stau innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Hat man irgendwie stundenlang keine Freude an dieser Stadt. So, das sind diese ganzen Straßenbahnen und Busse, die da durchfahren. Also der reinste Albtraum, kann man sagen. Aber wir haben es geschafft, mit einer besseren Lösung daherzukommen. Ja, das ist heutzutage dieser grüne Welle-Ansatz, das heißt, die Fahrzeuge werden aufgestaut und dann irgendwann kommen sie an die Reihe und können dann an mehreren Kreuzungen vorbeifahren. Das sind aber immer so richtige Blöcke, ja? Wenig Flexibilität. Hier unten sehen Sie, läuft es anders, jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Das ist die Flexibilität. Es werden die Gelegenheiten genutzt, die Lücken, die sich auftun im Verkehrsfluss, und das funktioniert, wie man hier sieht, deutlich besser. Ja? Wir können dadurch den öffentlichen Verkehr priorisieren. Der kommt zwar nicht immer sofort dran, aber wenn er mal auch um 2, 3 oder 5 Sekunden warten kann, dann wird nicht alles durcheinander gewürfelt und der öffentliche Verkehr, der profitiert am stärksten. Also Priorisierung ist möglich, nur keine rücksichtslose Priorisierung. Sogar der Autoverkehr profitiert. Und die Fußgänger und die Fahrradfahrer haben es auch besser. Und im Übrigen auch die Natur. Ja? Das ist noch Simulation, aber mittlerweile gibt es auch einige Kreuzungen, die umgebaut worden sind. Und die sind wirklich erstaunlich. Also Mitarbeiter sagte mir, Busfahrer hätte sich in der Verkehrsleitzentrale gemeldet und gesagt, was ist denn hier los? Hier gibt es ja gar keinen Stau mehr. Ja? So, Logistik. Ja, das Ganze kann man auch in der Logistik und Produktion machen. Auch da kann man Gleichungen herleiten, man kann untersuchen, unter welchen Umständen sich das System wie verhält. Es konnte sich stabilisieren, es konnte oszillieren wie der Stopp- und Go-Verkehr, es konnte instabil werden. Ja, denken Sie an das Bierspiel, was ich vorher erwähnt habe, oder an die Booms und Rezessionen. Wir haben das tatsächlich auch für die Weltwirtschaft simuliert und dann kommen dann solche Ups und Downs raus, wie wir sie tatsächlich beobachten in der Weltwirtschaft. Wir können dann anfangen, diese Netzwerke zu optimieren. Dann stellt sich heraus, dass dieses System hier die Oszillation am besten wegdämpft. Ja? Und erstaunlicherweise ist es tatsächlich das, was man jetzt in der Halbleiterbranche als Logistik aufgebaut hat, um eben in der Lage zu sein, mit den variierenden Nachfragen zurechtzukommen. Ja? Also diese Modelle funktionieren sehr gut. Wir sind noch weitergegangen, wir haben selbstorganisierende Prozesse in Fabriken simuliert und wir stellen uns also vor, das kann man heute mit dem Internet der Dinge, also Sensoren und Kommunikationssystemen einfach realisieren, dass die Produkte
mit den Maschinen sprechen können und dass die Produkte untereinander sprechen können, dann können sie auch mal sagen, du lass mich mal vorbei, ich hab's eilig. Und das heißt, heutzutage kann man selbst organisierende Produktionsprozesse aufbauen und man kann eine kooperative Produktionsprozesse designen, also Selbstorganisation wieder als Basis für die zukünftige Fabrik. Nun, heutzutage gibt es natürlich auch Data Science, Computational Social Science, Global Systems Science, mit Daten arbeiten wir natürlich auch viel mehr als früher und da kann man tolle Sachen machen, man kann sich anschauen, wie sich Innovationen verbreiten und wie sich verschiedene wissenschaftliche Gebiete oder Themen verbreiten, wie sich Kultur verbreitet. Ja, also hier zum Beispiel in den letzten 2000 Jahren in Europa, es fing mal in Konstantinopel an, ging dann nach Rom, von dort verbreitet sich dann über ganz Europa so allmählich und dauert ein Weilchen, sind ja ein paar Jahrhunderte, die da ins Land gehen. Vielleicht beschleunige ich das jetzt mal ein ganz klein wenig und Sie sehen am Ende werde Licht, ja, also ja, so werden wir also gebildet, ja, und kreativ. Und das Ganze kann man auch für die USA machen, also da kann man sozusagen die Entdeckung Amerikas nachvollziehen anhand von Geburtstodesdaten von Künstlern. Und die beginnen natürlich erstmal an der Ostküste, wo die Schiffe anlegen und dann wird sozusagen das ganze Kontinent erobert und die wollen dann zum großen Teil an die Westküste, wo es fast nie regnet. Ja? Also tolles Wetter, um Bilder zu malen, ist ja klar. So, und kommen wir zurück zu den epidemischen Ausbreitungsprozessen. Da sehen Sie erstmal nichts als Chaos. Ja? Das ist wirklich frustrierend. Wenn Sie sich anschauen, wie sich Krankheiten ausbreiten über den Globus, in Raum und Zeit, dann sehen Sie nichts als Chaos. Dementsprechend weite Streuung von diesen Punktwolken hier. Die Frage ist, was kann man tun? Warum ist das überhaupt so? Ja, im Unterschied zu Google haben wir nachgedacht, was da abläuft. Ja, der Punkt ist nämlich, dass die Leute mit dem Flugzeug fliegen und sich die Krankheiten so verbreiten. Und wir haben dann diese Daten verwendet über den Flugverkehr und haben effektive Distanzen definiert zwischen Flughäfen. Da sind also Frankfurt und New York ganz nah beieinander, weil da ziemlich viele Passagiere hin und her fliegen. Und irgendwelche kleinen Dörfer hier in Deutschland hätten eine große Distanz, weil man da halt nur relativ wenig Passagierverkehr zwischen den kleinen Dörfern oder Städten hat. So. Und wenn man das macht, dann bekommt man in dieser neuen Distanz eine völlig andere Darstellung. Erstens mal gibt es hier plötzlich diese linearen Abhängigkeiten, das heißt plötzlich macht alles Sinn. Plötzlich breitet sich die Krankheit auch konzentrisch aus. Man kann den Ursprungsort der Krankheit identifizieren, das ist wichtig, weil man herausfinden muss, wie ist die Krankheit überhaupt entstanden und wo. Und man kann voraussagen, wo die Grippewelle oder was es auch immer ist, als nächstes aufschlägt, in welcher Stadt. Ja. Damit kann man natürlich Impfungen, Medikamente, Ärzte, Krankenpfleger und so weiter vorhalten und man kann sich besser präparieren. Ja. Also hier sehen Sie dann mal diese zwei Darstellungsweisen nebeneinander, wie sie es in der Welt ausbreitet und wie sie es links dann in dieser neuen effektiven Distanz ausbreitet. Ja, macht viel mehr Sinn. Ja. So, das Problem haben wir also auch gelöst. Jetzt müssen wir noch die Ökonomie reparieren und da wäre es natürlich schön, wenn wir tatsächlich hier eine Ökonomie zustande bringen könnten, wie sie in dieser Fable of the Bees beschrieben wird. Ja? Oder schauen wir uns einfach mal diesen wunderschönen Vogelschwarm an. Ja,
Also wenn es so am Flughafen zugehen würde, kann ich Ihnen sagen, also mit Flugzeugen statt Vögeln, kann ich Ihnen sagen, das würde nicht lange gut gehen. Ne? Die Vögel hingegen, die haben natürlich keine hohe Rechenleistung im Vergleich zu den Computern eines Flugzeugs, aber die kriegen das hin. Ja? Die stoßen da fast nie zusammen. Also das ist Irrsinn, wie die das hinbekommen. Ne? Und ich glaube, wir können in Zukunft tatsächlich die Ökonomie auf diese Art und Weise betreiben. Denn jetzt gibt es das Internet der Dinge. Und man kann günstige Sensoren bauen, die die Umgebung vermessen. Alles, was sie interessiert. Ja? Das heißt, meine Behauptung ist, 300 Jahre nach Adam Smiths unsichtbarer Hand können wir sie jetzt zum Funktionieren bringen. Ja? Wir können die Selbstorganisation auf den Weg bringen, die wir gerne hätten. Und dafür müssen wir Messnetzwerke bauen. Wir arbeiten selber an einem, nennt sich NervousNet. Die Idee ist, dass Sie und ich, dass wir alle gemeinsam so ein Netzwerk aufbauen und betreiben. Sie wissen das vielleicht nicht, aber in Ihrem Smartphone sind jede Menge Sensoren eingebaut. Die könnten Sie im Grunde genommen verwenden für Messungen und wir könnten unsere Smartphones miteinander verschalten, um die Umwelt und die Stadt und was auch immer auszumessen. Wir können dabei auch darauf achten, dass wir Privacy-Einstellungen umsetzen, dass wir vor allen Dingen auch die Kontrolle der Daten als Zivilgesellschaft haben. Und damit kann man dann die Externalitäten messen, das heißt die externen Effekte unseres Handelns auf die Umwelt und auf andere Menschen, also Lärm, Stress, CO2, Giftstoffe, Abfallstoffe und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die wir gerne reduzieren würden, aber auch die Sachen, die wir gerne mehr hätten, wie zum Beispiel Gesundheit, Bildung, Kooperation, ja, Wiederverwertung von Abfallstoffen. Und wir konnten das also ausmessen, detailliert in verschiedenen Dimensionen, und wir könnten diesen Dingen dann einen Preis oder einen Wert geben. Sie könnten dann mit diesen Messungen selber Geld verdienen, verschiedene Sorten von Geld, diesen Lärmgeld, CO2-Geld und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen könnten wir Echtzeit-Feedbacks aufbauen in vielen verschiedenen Dimensionen und auf diese Art und Weise komplexe Systeme steuerbar machen oder sogar selbstorganisierende Systeme bauen, ja, was eben multiple Steuervariablen braucht. Ja, wenn Sie irgendeine chemische Substanz herstellen wollen, dann genügt es nicht, dass Sie irgendwie die Temperatur richtig einstellen. Dann müssen Sie auch den Druck unter Kontrolle haben. Sie müssen die Zuflüsse der verschiedenen Substanzen, Ingredienzien genau steuern und so weiter. Es sind viele verschiedene Variablen, die Sie separat steuern können müssen. Unser Körper ist auch kein komplexes System. Ja? Angenommen, Sie hätten nur eine Steuervariable, sagen wir Sauerstoff oder Wasser, ja, dann ging es Ihnen nicht lange gut. Ja? Sie brauchen genug Kohlenhydrate und Proteine und Vitamine und Spurenelemente und so weiter und so fort. Und die sind in der Regel nicht gegenseitig ersetzbar. Ja? Das heißt, es ist ganz klar, komplexe Systeme, damit sie gut funktionieren, brauchen viele verschiedene Steuervariablen. Unsere Ökonomie basiert aber im Wesentlichen auf einer Steuervariable, das ist Geld. Ja? Kein Wunder, dass das Ding nicht richtig funktionieren kann. Ja? Also es wird mal allerhöchste Zeit, dass das durch ein digitales Update verbessert wird. Wir arbeiten dran, also jetzt Internet der Dinge mit Blockchain-Technologie zu integrieren, um da ein multidimensionales Finanzsystem auf den Weg zu bringen, auch wenn das vielleicht nicht allen passt, aber wir wollen ja als Gesellschaft Fortschritt machen in ökonomisch, kulturell und vor allen Dingen müssen wir nachhaltig werden, denn sonst wird es nicht gut ausgehen auf diesem Planeten. Ja, wenn wir die Ressourcen weiter so überbeanspruchen wie bisher, wird der dritte Weltkrieg unausweichlich sein. Wir müssen also eine Kreislaufwirtschaft, eine Sharing Economy bauen, sodass die Ressourcen mehrfach verwendet werden, dass sie für alle reichen. Meiner Meinung nach geht das.
Aber wir müssen quasi neue Marktkräfte erzeugen. Durch Regulierung ist das nicht zu schaffen. Politik hat es versucht und die Wirtschaft, ja. Multidimensionale Marktkräfte, die es uns auch erlauben, Geld zu verdienen damit, dass wir zum Beispiel Abfallstoffe wiederverwerten, ja. Oder Firmen könnten Geld damit verdienen, umweltfreundlich zu produzieren, ja. Weil es ja diese verschiedenen Entlohnungsmechanismen gäbe. Wir könnten also quasi die Werte unserer Gesellschaft in das neue multidimensionale Finanzsystem einbauen. Heutzutage ist es so, dass derjenige, der am billigsten produziert, in der Regel den größten Gewinn hat, das heißt am meisten expandiert. Und das heißt, die Unternehmen, die am wenigsten Rücksicht nehmen auf die Umwelt, das sind die erfolgreichsten. Ja? Ist ja logisch, das ist das heutige eindimensionale Geldsystem, was zu diesen Folgen führt. Ja? Wenn man das ändern möchte, dann muss man separate Belohnungsmechanismen haben, mit denen man umweltfreundliche Produktion belohnen kann, ja? Sodass sich das auszahlt. Ein solches System könnten wir bauen, wenn wir das nur wollen. Die Technologie ist jetzt da. Und dann ist die Frage, geht das nur für Technologie und Wirtschaft oder können wir so etwas auch für die Gesellschaft bauen? Und Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom war der Meinung, dass eine Self-Governance der Gesellschaft effizient ist. Sie haben das experimentell, empirisch untersucht, in der Schweiz unter anderem, wenn wir die richtigen Designprinzipien haben. Ja? Und wir könnten also dezentral von digitalen Assistenten unterstützt werden. Ja? Hat ja fast jeder ein Smartphone. Aber wir sollten das selber ein- und ausstellen können. Wir sollten die Ziele vorgeben können. Der digitale Assistent sollte uns dann Angebote machen, was unsere Optionen sind. Wir sollten auswählen können und dann sollte uns der Assistent unterstützen, unsere Ziele am besten zu erreichen. Ja? Und nicht Googles Ziele oder Facebooks Ziele oder das, was irgendwie die CDU oder SPD oder wer auch immer gerne hätte, was wir tun. Ja? Wir sind schon in der Regel selber, was vernünftig und gut ist. Ja? Wir hätten also ganz gerne Systeme, die Menschen befähigen, die uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, kreativer und innovativer zu sein, die uns helfen, uns untereinander zu koordinieren, zu kooperieren, Projekte aufzusetzen, erfolgreich und umzusetzen. Und es bräuchte dann auch noch ein Geldsystem dafür. Darüber werde ich heute nicht so viel reden. Den demokratischen Kapitalismus, Crowdfunding für alle, eine Investmentprämie, die sie bekämen, aus meiner Sicht bekommen müssten, von so etwas wie der EZB oder einer anderen Institution, aber nicht Geld für sie, ja, sondern Geld, was sie verteilen. An Leute mit großartigen Ideen, mit Engagement für die Umwelt, für soziale Dinge, für die Nachbarschaft. Ja, dafür wäre es da. Sie könnten also alle investieren in die Dinge, die Sie für richtig und wichtig halten. Aber so weit sind wir noch nicht. In dieser immer komplexeren und diverseren Welt ist es klar, dass wir mit unserer begrenzten Hirnkapazität die Übersicht verlieren würden, wenn wir keine digitalen Assistenten hätten. Wir brauchen also Hilfsmittel, die für Interoperabilität sorgen, Adapter quasi, ja, zwischen verschiedenen Menschen, Kulturen, Religionen. Und das kann man bauen, ja, wenn man das will. Es gibt im Grunde genommen vier Situationen, die uns passieren können. Ja. Wenn Sie und ich miteinander in Interaktion treten, dann könnten wir zum Beispiel beide davon profitieren. Ja klar, dann machen wir es doch. Ja. Dann gäbe es die Situation, wo wir beide den Schaden davon tragen, wo wir sagen, schon gut, das lassen wir lieber. Damit das nicht passiert, braucht es mehr Awareness. Das heißt, wir müssten gewarnt werden, dass diese Sache nicht gut gehen wird. Ja? Dann sind wir klug genug, die Finger davon zu lassen. Dann gibt es noch die Situation, dass der eine profitiert und der andere einen Schaden hat. So, was machen wir dann? Unter Umständen kann der, der den Nutzen hat, dem anderen etwas bezahlen,
um den Schaden auszugleichen, sodass dann am Ende beide einen Nutzen haben. Ja? Und dann würde man sagen, gut, dann können wir eine Win-Lose-Situation in eine Win-Win-Situation verwandeln, ganz wunderbar. Kann uns der digitale Assistenz auch dabei helfen. Dann gäbe es noch die vierte Situation, wo der Gewinn, den der eine macht, nicht ausreicht, um den anderen zu kompensieren. Dann möchte der eine den anderen gerne ausnutzen oder ausbeuten, der muss dann also geschützt werden. Ja? Also das sind im Grunde genommen die vier Situationen. Dafür kann man digitale Assistenten bauen, die uns helfen. Und dann klappt es schon mit der Koordination. Ja? Also es gibt Lösungen, wie man Konflikte vermeidet, ja? Segregation oder mehr Toleranz. Ich hatte vorher gesagt, wenn es nicht gut geht mit der Interaktion, dann macht man lieber einen Bogen umeinander herum. Das wäre Segregation. Hier ein anderer Mechanismus, der sorgt dafür, dass Menschen mit verschiedenen Präferenzen sich aufeinander einstellen, also geteilte Normen entwickeln. Wir verstehen das sehr gut, unter welchen Bedingungen das passiert und wie die auch unter Umständen geschaffen werden können. Also es gibt Lösungen. Und jetzt hätten wir das gerne noch in vielen Situationen mehr Kooperation. Ja? Denken Sie an diese Tragödien der Allgemeingüter, ja? Wie der Klimawandel, was jetzt irgendwie oft als Vorwand genommen wird, um zu sagen, jetzt müssen wir aber doch den Bürger eine Daumenschraube irgendwie anlegen. Das werden Sie schon noch merken in den nächsten Wochen und Monaten, dass dann plötzlich ganz neue Töne aufkommen. Dass man sagt, so kann es nicht weitergehen, dass jeder nach Herzenslust irgendwie mit dem Auto herumfährt und unser Klima kaputt macht. Und da müssen wir jetzt eingreifen. Ja? Top down. Ja? So, dann kommt diese AI-Apokalypse wieder ins Spiel. Ne? Aber nein, das ist nicht so. Es gibt jede Menge Mechanismen dezentraler Natur, mit denen man Kooperation auf den Weg bringen kann. Ja? Der älteste Mechanismus ist Kin Selection oder Bevorzugung von Verwandten. Ja? Dynastien, ja? Haben wir bis heute noch. In manchen Ländern gibt es auch noch diese Stammesorganisationen. Führt nur leider immer zu Konflikten zwischen verschiedenen Stämmen und Dynastien, unter Umständen auch Blutrache, also Kriege, sterben in der Regel irgendwie Menschen. Das heißt, dieser Mechanismus, um Kooperation zu erzeugen, hat doch erhebliche Nebenwirkungen. Dann gibt es die direkte Reziprozität, das heißt, man schließt Freundschaften, ich helfe Ihnen, Sie helfen mir. Oder man bestraft diejenigen, die nicht kooperativ sind. Das ist natürlich nicht so ein angenehmer Mechanismus. Gibt aber bessere, ja, zum Beispiel Signalisierung. Haben wir experimentell untersucht. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man die Kooperativen miteinander interagieren lässt und die weniger Kooperativen. Das führt insgesamt zu einer Erhöhung der Kooperation. Dann gibt es hier nochmal diesen Bestrafungsmechanismus, der sehr interessant ist, weil normalerweise würde die Kooperation verschwinden, aber hier durch die Trennung der verschiedenen Strategien, also verschiedene Farben gehören zu verschiedenen Verhaltensweisen, durch die räumliche Trennung, wird es tatsächlich möglich, dass sich hier Kooperation und moralisches Verhalten ausbreitet. Besonders überraschend finde ich eigentlich diese Simulation. Da schauen wir uns an, was passiert, wenn die Menschen die erfolgreichsten Nachbarn kopieren, also das Verhalten kopieren von ihren Nachbarn, diejenigen, die am erfolgreichsten sind, aber wir nehmen an, dass sie ab und zu auch das Gegenteil von dem machen, was erwartet wurde, irgendwas Zufälliges machen, ja? Warum auch immer. Und wir sehen, die Kooperation, die blau dargestellt wird, die verschwindet leider. Ja?
Dann haben wir eine andere Simulation, da wurden auch die erfolgreichsten Nachbarn simuliert, aber ab und zu macht man mal einen zufälligen Abstecher an einen anderen Ort der Welt und man sieht, das tut der Kooperation auch nicht gut. Das nicht kooperative Verhalten, rot dargestellt, verbreitet sich immer mehr. Und jetzt haben wir eine Situation simuliert, die wirklich sehr erstaunlich ist, wo die Leute die erfolgreichsten Nachbarn kopieren, aber auch gucken nach einem Ort in einem bestimmten Umkreis um sie herum, der leer ist, wo sie hinziehen könnten und wo sie denken, dass die Nachbarschaft vielleicht netter ist als die, in der sie im Moment leben. Und zusätzlich haben wir dieses zufällige Verhalten, dass man also manchmal das andere macht, als man erwartet, oder auch an einen weit entfernten Ort springt. Und man würde eigentlich denken, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Und wir beginnen mal mit nicht kooperativen Verhalten. Ja. Ich musste da meinen Doktoranden dreimal bitten, das zu simulieren. Er hat immer gesagt, mache ich nicht, das hat keinen Sinn. Und dann ist Folgendes passiert. Also am Anfang hatte er tatsächlich recht, ja, also es sieht rot aus, mit anderen Worten, nicht kooperatives Verhalten. Bis dann nach 25.000 Schritten da oben durch Zufall ein kleines blaues Cluster entstanden ist. Das heißt, einige Nachbarn kooperieren durch Zufall, durch blanken Zufall. Und plötzlich bewährt sich das. Das zahlt sich aus. Folglich wird dieses kooperative Verhalten von weiteren Nachbarn kopiert. Und Sie sehen, dieses kooperative Verhalten breitet sich plötzlich in der ganzen Welt aus. Und das fanden wir doch sehr faszinierend. Also, es gibt jede Menge Mechanismen, mit denen man Kooperation geschehen lassen kann, dezentral. Da muss nicht der Staat oder Google oder ein AI-Gott uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Man muss nur per Mechanism Design die richtigen Mechanismen auf den Weg bringen. Man kann das Spiel, das wir spielen, verändern durch soziale Mechanismen, wie zum Beispiel Reputationssysteme und Qualifikationsmechanismen, die uns dann quasi neue Möglichkeiten aufschließen und ich komme langsam zum Ende, indem ich die Frage stelle, was wird mit unserer Welt, mit unserer Gesellschaft nun passieren? Ja, und wir haben hier eine Situation simuliert, die Ökonomen interessiert. Es wird ja immer behauptet, wir Menschen, wir sind egoistisch, also es kann ja gar nicht anders sein. Wenn wir nett zu anderen sind und Ressourcen abgeben, dann können die quasi mehr Kinder aufziehen und ich kann weniger aufziehen. Das heißt, die verbreiten sich und ich, der ich nett bin, verbreite mich weniger. Das heißt, das nette Verhalten wird allmählich vom Erdboden der Welt verschwinden und das Egoistische wird sich verbreiten. Deswegen sind wir Homo economicus. Das war so immer die Denkweise. Also ich habe gesagt, glaube ich nicht. Das will ich mal im Computer simulieren. Haben wir gemacht. Ja, das heißt, wir simulieren hier also vereinfachte Menschen, sogenannte Agenten oder Akteure, die strikt eine Nutzenfunktion maximieren, das von ihren Interaktionspartnern, das heißt ihren Nachbarn abhängt, mit denen wir interagieren. Ja? Und diese Nutzenfunktion, die hängt einerseits ab von dem Erfolg, den wir haben, der in barer Münze ausgezahlt wird, aber wir könnten auch Rücksicht darauf nehmen, wie viel Erfolg unsere Interaktionspartner haben, unsere Nachbarn. Ja, könnte uns ja interessieren. Und wenn uns das interessiert, dann wäre das freundlich. Das heißt, das Gewicht, das wir dem Erfolg der Auszahlung unserer Nachbarn geben, wird als Freundlichkeit bezeichnen. Ja? Und diese Freundlichkeit, die haben wir am Anfang auf Null gesetzt. Das heißt, jeder ist total egoistisch, jeder ist total unfreundlich, jeder achtet nur auf sich selber, nur auf das, was er selber verdient und nicht, wie gut es den Nachbarn geht. Aber die Freundlichkeit, die wird vererbt.
an ihre Kinder, ja, durch entweder genetisch oder durch Erziehung. Und dann ist es so, dass es Mutationen dabei gibt, das wissen wir aus der Evolutionsbiologie, das heißt, es konnte sich ein bisschen ändern bei ihren Kindern, aber wir haben das so implementiert, dass das nicht von selber quasi zu freundlichen Nachkommen über die Generation führt. Also die erwartete Freundlichkeit war 0,2 von 1 maximal und wir haben aber nachher wesentlich mehr gesehen. Das ist das Ergebnis. Ja? Das heißt, für die meisten Modellparameter, die wir simuliert haben, kam tatsächlich der Homo economicus heraus. Ja? Zur Ehrenrettung der Ökonomen muss es gesagt werden. Ja? Aber es gibt eine Ecke da unten, die blaue Ecke, wo der Homo socialis resultiert. Das heißt, ein Mensch, der fair ist, der sozial ist, der sich für das Wohlergehen seiner Nachbarn interessiert, der freundlich ist. Und raten Sie mal, unter welchen Bedingungen sich diese Situation einstellt. Wenn die Kinder in der Nähe ihrer Eltern aufwachsen. Und das ist genau das, was Menschen machen. Und zwar so an die 18 Jahre oder so. Wir sind die Spezies, die wirklich erstaunlich lange ihre Kinder aufzieht. Ja? Viel, viel länger als jede andere Spezies. So, und das produziert das soziale Verhalten der Menschen. Es braucht aber einige Dutzend Generationen, bis es dahin kommt. Ja? Am Anfang zahlt sich die Nettigkeit und Kooperation nicht aus. Es muss wieder durch Zufall so ein Cluster entstehen von Leuten, die zunächst einmal vielleicht kooperationsbereit wären, wenn nur ihre Nachbarn nett genug wären. Dann braucht es irgendwann einen, der einfach unter allen Umständen, durch Zufall, ja, durch diese genetische Mutation, kooperativ ist. Ja, so eine Art Jesus quasi, ja, der einfach immer nett ist. Ja. Also, er hat ja gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und im Grunde genommen kann der dann eine Kaskade auslösen, dass diese Nachbarn dann anfangen, auch kooperativ zu werden. Und plötzlich ist es dann so, dass die Kooperativen dann tatsächlich erfolgreicher sind. Und nicht mehr die Ausbeuter, die Egoisten. Ja? Und nach einigen Dutzend Generationen ist es also tatsächlich so, dass diese reinen Egoisten, die wir am Anfang annehmen, dass die ersetzt werden durch Leute, die ein erhebliches Maß an Fairness zeigen. Und übrigens wusste das eigentlich auch Adam Smith schon, weil er hat damals geschrieben, however selfish man may be supposed, there are evidently some principles in his nature which interest him in the fortune of others and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it. Genau das haben wir jetzt verstanden, warum das so ist. Und tatsächlich, als die Ökonomen Experimente gemacht haben, die unter dem Namen Ultimatum Game und Dictator Game bekannt geworden sind, haben sie Bauklötze gestanden. Sie konnten das nicht glauben, dass wenn man Menschen Geld gibt und sich fragt, wie viel würden sie abgeben davon an einen Dritten, dass die Leute tatsächlich etwas abgeben. Das passte nicht in das Konzept des bedingungslosen Egoismus. Und ehrlich gesagt, ich konnte es auch am Anfang kaum glauben und dachte mir, naja, wenn keiner zuschaut, dann verhalten sie sich vielleicht doch egoistisch. Dann haben wir Experimente gemacht. Unter Anonymität, wo die Leute, die an den Experimenten teilgenommen haben, nicht gesehen wurden, weder von den Interaktionspartnern, dem sie hätten Geld geben können oder sie teilhaben lassen konnten, noch vom Experimentator. Und es macht kaum einen Unterschied. Ja? Und dann haben wir nochmal Experimente gemacht übers Internet, sodass die Leute wirklich
niemals auch nur die Chance hatten, im Treppenhaus irgendjemanden von den anderen zu begegnen, trotzdem. Also wir sind tendenziell sozial. Es gibt einige Ausnahmen, also Menschen sind divers, heterogen, das ist keine Frage, aber die meisten von uns haben soziale Anlagen. Und ja, die Frage ist, was passiert jetzt? Wo wir durch die Vernetzung immer stärker zusammenwachsen. Ja, manche sagen, es bildet sich jetzt zwischen den Menschen eine Art multizellulärer Organismus aus. Wir sind also quasi wie eine Zelle von einem größeren Wesen. Und dann sagen die einen, naja, dann bauen wir jetzt quasi ein Gehirn, diese superintelligente AI, die jetzt alle diese Zellen steuert und ihnen sagt, was sie zu tun haben. Oder aber es könnte eben kollektive Intelligenz entstehen, wo wir nach Bedarf unsere Intelligenz und unser Wissen zusammenschalten, lokal oder auch global, na, je nach Aufgabe, die wir lösen wollen, aber nicht alle immer im Gleichschritt getaktet. Dadurch werden viele mehr Lösungen möglich. Ja, denken Sie an die nichtperiodischen Lösungen im Stadtverkehr, bei den Ampeln, die am besten waren. Ja. Diese super intelligente AI, die würde auch wieder jede Menge gute Lösungen aussortieren. Ja, aber wir wollen natürlich noch was Besseres, als die super intelligente AI sich ausdenkt. Und das funktioniert nur, wenn wir alle kreativ und innovativ sein können. Ja, bei komplexen Problemen passiert etwas sehr Interessantes. Nämlich die beste Einzellösung ist nicht die beste mögliche Lösung. Wenn Sie die beste Lösung kombinieren mit schlechteren Lösungen, dann kommt in der Regel nicht etwa eine schlechtere Lösung heraus, was man erwarten würde, sondern in vielen Fällen kommt da eine deutlich bessere Lösung heraus. Das ist völlig unerwartet, ja? Würde man nicht machen normalerweise. Ja? Aber genau das müssen wir lernen zu tun, das heißt die verschiedenen Perspektiven diverser Menschen miteinander zu kombinieren, um diese kollektive Intelligenz zu produzieren und Lösungen, die besser sind als die beste Einzellösung, Lösungen, die für mehr Menschen funktionieren. Ja? Und das würde halt so ähnlich funktionieren wie ein Schwarm. Denken Sie an die Bienen, auch eine soziale Spezies. Wir haben eine Königin. Aber diese Königin, die sagt ihnen nicht, diesen ganzen Bienen, was sie zu tun und zu lassen haben. Die legt nur Eier. So, und wie bringen wir es dazu, dass wir unsere Welt in Ordnung bringen mit dieser kollektiven Intelligenz, bottom-up und dezentral? Ja, lassen Sie uns doch so etwas wie Städte-Olympiaden oder Städte-Spiele machen, wo wir versuchen, neue, innovative, bessere Lösungen zu finden auf die Probleme, die uns tatsächlich bedrücken. Ja, Klimawandel, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Krisenfestigkeit, Frieden, was auch immer. Konnten alles verschiedene Disziplinen sein. Die Städte und die Regionen darum herum würden in einen Wettbewerb miteinander treten, um die besten Lösungen. Wissenschaftler, Ingenieure würden sich neue Dinge ausdenken. Auch die Bevölkerung könnte beteiligt sein. Die Medien würden berichten. Die Unternehmen würden neue Produkte herausbringen. Die Politik würde die Zivilgesellschaft mobilisieren. Wir wären alle daran beteiligt, die existenziellen Probleme zu lösen. Und die Lösungen wären dann Open Source und Creative Commons. Jeder könnte sie nehmen, weiterentwickeln. Sie könnten die Lösung implementieren, die für Ihre Stadt am passfähigsten ist, für Ihr Budget, für Ihre Kultur, für Ihre Bevölkerung. Und wir würden einen irrsinnig schnellen Fortschritt machen, wenn wir wirklich Wettbewerb mit Kooperation und Offenheit kombinieren würden. Wir würden intelligentes Design mit Experimentierfreude und mit Evolutionsprinzipien kombinieren. Das heißt, all das, was wir wissen, das gut funktioniert, miteinander noch besser kombinieren und verheiraten. In jedem Fall stehen wir vor einer fundamentalen Transformation unserer Gesellschaft.
Ja, Sie können sich das wie einen Verpuppungsprozess oder auch einen Geburtsprozess vorstellen. Wir alle verdienen es, in einer besseren Zukunft zu leben. Und dafür braucht es diese Kreislaufwirtschaft, offene Innovation, eine partizipative Sharing-Ökonomie, demokratischen Kapitalismus, sozioökologisches Finanzsystem, das multidimensionale Anreizsystem, das ich nannte, digitale Demokratie für die kollektive Intelligenz und diese City-Olympiaden können einen riesigen Unterschied machen. Die Erfolgsprinzipien der Zukunft sind Co-Learning, Co-Creation, Combinatorial Innovation, Coordination, Cooperation, Co-Evolution and Collective Intelligence. So, damit bin ich am Ende. Ich zeige Ihnen jetzt nur noch ein Video und da sehen Sie nämlich, wie zwei verschiedene Populationen, quasi genetisch unterschiedlich miteinander in Wettbewerb treten. Und alle sind sie am Anfang egoistisch. Die einen sind ein ganz klein wenig freundlich, aber nur ein ganz klein wenig. Die anderen sind total unfreundlich. So, die leben jetzt in einer Welt, in der sie in Berührung miteinander kommen. Die Roten und Orangen sind also egoistisch, die Blauen und die Grünen, die sind mal nett und kooperativ. Und sie sehen, nach einiger Zeit gibt es tatsächlich Blaue und Grüne, die sich halten können. Also Kooperation und Freundlichkeit hat eine Chance, auch wenn es noch in der Minderheit ist. Und es ist also ein langer Kampf sozusagen, könnte man sagen. Aber jetzt ist es soweit. Ja? Das Gute siegt. Wir alle sind ein Organismus. Ja? Uns kann es nur gut gehen, wenn unseren Nachbarn auch gut geht. Wir würden uns niemals einen Zeh abzwacken. Ja? Und dementsprechend, in dieser hochvernetzten Welt, in der wir jetzt leben, kommt quasi alles früher oder später wieder zu uns zurück. Der Egoismus, die Ausbeutung, die wir haben, die produziert Kriege an anderen Orten und Massenmigration, Terrorismus. Und das kommt uns immer näher. Das heißt, wenn es uns in Zukunft gut gehen soll, da muss es auch all den anderen gut gehen. Und ich habe Ihnen erzählt, wie wir es machen können. Vielen Dank. Dankeschön, liebe Helden. Und jetzt haben wir noch Zeit für eine Handvoll Fragen. Bitte schön. Wenn ich mir das Fazit Ihres Vortrages vorhabe, starken Eindruck, dass wir auf eine Art Kulturkampf zum Steuern zwischen Ansätzen wie den Ihren, die ich sehr sympathisch finde, und diesen Ansätzen der Artificial Intelligence, wie Sie auch dargestellt und entsprechend analysiert haben. Meine Befürchtung ist allerdings, dass dieser Kulturkampf bereits entschieden sein könnte. Wie sehen Sie das? Also ich denke, wir sind mittendrin. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, irgendwie diesen Wahnsinn künstliche Intelligenz zu einer Art Gott zu erheben, ja, das wäre eher so eine Art Antichrist, würde ich sagen, wenn wir das nicht abwenden können, dann wird es erstmal schlimm ausgehen. Wir werden, glaube ich, einen hohen Preis dafür bezahlen und wie sagt man so, ein Lehrgeld, ja, das wahrscheinlich wird es passieren, dass man erstmal den Fehler macht, weil ich habe den Eindruck, man möchte das mit aller Gewalt ausprobieren und nicht einfach jetzt beiseite legen, bevor man etwas anderes macht. Ja. Es kommt mir aber sehr kindisch vor, es ist ein bisschen so, wie wenn man dem Kind sagt, halte deine Hand nicht auf die heiße Herdplatte, das tut weh. Und dann macht es das doch, weil es nicht weiß, wie es sich anfühlt. Ja, das ist ein bisschen die Situation, in der wir uns befinden. Ja? Also die Klugheit kann noch siegen, aber es ist nicht ausgemacht, dass das der Fall sein wird. Und
dann würde das Kind quasi erstmal in den Brunnen fallen und wir müssen dann irgendwie retten, was zu retten ist. Früher oder später wird es aus meiner Sicht auf das hinauslaufen, was ich Ihnen hier erläutert habe. Also auf jeden Fall das bessere System, wirtschaftlich leistungsfähiger, vorteilhafter für alle. Ja, ich möchte meinen, sogar für die Eliten, weil wir würden alle in einer besseren, schöneren Welt leben, in der wir unsere Träume besser realisieren könnten. Also das würde langfristig dabei herauskommen, aber im Moment sind wir tatsächlich in einem ernsthaften, ideologischen, wissenschaftlichen, technologischen, vielleicht sogar spirituellen Battle. Und ich denke, Sie sollten sich alle da einmischen, wenn es möglichst schnell, möglichst gut ausgehen soll. Könnten Sie nochmal dieses Modell erläutern, wo die kooperativen Leute oder Agenten in eine leere Nachbarschaft ziehen können? Also dieses PNAS-Modell, das hatte ich nicht ganz verstanden, da ging es zu schnell. Also da geht es tatsächlich darum, dass Leute zwei Möglichkeiten haben. Sie können ihr Verhalten ändern, also zum Beispiel zwischen Kooperation und nicht kooperativen Verhalten wechseln. Dabei würden sie in der Regel das Verhalten ihrer erfolgreichsten Nachbarn kopieren. Gleichzeitig können sie sich aber auch bewegen. Und sie würden also in einem bestimmten Umkreis um ihren jetzigen Aufenthaltsort, Sie können sich das ruhig wie Ihre jetzige Wohnung vorstellen, nach verfügbaren Alternativen schauen, wo man hinziehen könnte, wo Sie Erkundungen machen würden, ob die Nachbarschaft dort netter aussieht. Und wenn das der Fall wäre, würden Sie einfach in die netteste Nachbarschaft umziehen. Dann kann man dieses Modell noch anreichern mit Umzugskosten und so weiter. Man kann es auch verkomplizieren, indem man es unmöglich macht, vorneweg zu sehen, wie die Leute das letzte Mal agiert haben, ob sie kooperativ waren oder nicht. Trotzdem verbreitet sich Kooperation durch dieses erfolgsgetriebene Migrationsverhalten. Und in der Tat ist es ja so, wir leben in einer sehr globalisierten Welt, wo sehr viele Menschen in anderen Ländern leben. Und genau das tun sie. Ziehen an einen Ort, wo sie sich besser entfalten können. Und das hat den Zustand der Welt im Schnitt auf jeden Fall nach vorne gebracht. Dass wir jetzt im Moment mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben, möchte ich nicht bestreiten. Aber es war schon interessant und unerwartet, das zu sehen. Denn ich hatte ja vorher Fortbewegungsmodelle mir angeschaut und deswegen dachte ich mir, schauen wir mal, was passiert, wenn man das mit diesen spieltheoretischen Kooperationsmodellen kombiniert. Ich hatte nichts Spezielles erwartet, war einfach mal ein Ausprobieren. Und dann kam da diese wunderbare, erstaunliche Effekt dabei heraus. So erstaunlich, dass es andere Leute nachprüfen wollten, weil sie es nicht glauben konnten. Aber am Ende haben sie es gefunden, auch im Experiment findet man das. Also das, warum ist das so? Im Grunde genommen kennen wir das aus der Soziologie. Die Umgebung, die soziale Umgebung beeinflusst unser Verhalten. Ja, es gibt also hier plötzlich eine Koevolution zwischen Verhalten und räumlicher Organisation. Und das führt letzten Endes dazu, dass sich Kooperation stabilisiert. Also Sie rennen vor den Leuten, die Sie ärgern, davon, suchen sich einen netteren Ort und stabilisieren damit Kooperation. Und die Bad Guys, die kommen sozusagen immer erst mindestens einen Schritt später. Und dadurch haben sie tatsächlich einen First Mover Advantage. Ja. Eine Frage bezüglich Ihres Dresden-Experiments, wo Sie versucht haben, die Ampeln zu optimieren. Also mir erscheint im Straßenverkehr immer der Kreis, Sie haben es auch am Anfang kurz mal angedeutet, der Kreisverkehr das optimale System.
wo es auch immer nur möglich ist, mit Priorität für den öffentlichen Nahverkehr. War da nicht auch Ihre Empfehlung bei Dresden, sagen, wo es auch immer nur geht, macht einen Kreisverkehr im Vergleich zu der Ampel, die aus bestimmten historischen Gründen eine Zeit lang sehr priorisiert wurde. Also gibt es so ein paar Hintergrundideen dazu, warum das geschehen ist, aber mehr und mehr Ortschaften versuchen, teilweise zumindest den Kreisverkehr zu priorisieren. Da haben Sie vollkommen recht. Ich finde Kreisverkehrslösungen auch sehr attraktiv. Sie funktionieren auch oft, haben aber eine Kapazitätsgrenze. Also wenn das Verkehrsaufkommen diese Grenze überschreitet, dann geht nichts umhin und man muss tatsächlich mit Ampeln steuern, um diese höheren Verkehrsaufkommen noch zu bewältigen. Ja? Aber wenn immer es möglich ist, würde ich auch denken, Kreisverkehr ist eine tolle Lösung. Erstmal vielen Dank für Ihren wirklich aufregenden Vortrag, wie ich finde. Sie haben mir viel Mut gemacht, denn Sie hatten ja eine Reihe von kritischen Anmerkungen zu Google und dem, was Google zugrunde liegt, gemacht. Starten Sie oder haben Sie die Kraft und die Möglichkeit, für Europa ein Gegenmodell aufzubauen, was dann auf Grundlage von gewissen ethischen Grundsätzen das hervorbringt, was Sie uns so positiv vorgetragen haben? Frage 1 und Frage 2, wo kann man das noch nachlesen? Denn einmal in den Vortrag gehört, ist auch wieder schnell vergessen. Man müsste sich damit ein bisschen intensiver und länger damit auseinandersetzen. Und wie kann man das tun? Ja, also zunächst einmal, wo können Sie es nachlesen? Sie finden also die meisten Sachen tatsächlich im Internet, entweder unter meinem Namen, bei ResearchGate, was die Publikationen angeht, oder Archive. Dann haben wir soziale Medienkanäle, Future ICT, also FUTURICT, Futur ohne E, ICT, YouTube-Kanal, Blog, Twitter. Und da finden Sie also all diese Sachen und auch den heutigen Vortrag habe ich aufgezeichnet, also können Sie sich dann in wenigen Tagen noch mal anschauen. So viel dazu. Ja, wir hoffen natürlich, dass dieses Modell, was ich Ihnen hier vorgestellt habe, mal das europäische Modell wird. Ich denke, es wäre kulturell sehr gut passfähig. Es würde aufbauen aus dem, was wir in unserer Geschichte gelernt haben und das konsequent weiterentwickeln. Und es würde eine sehr lebenswerte Zukunft produzieren, wirtschaftlich wie gesellschaftlich und kulturell. Und insofern bin ich optimistisch, am Ende wird das kommen. Die Frage ist, wie schnell. Ja. Ich habe vor einigen Jahren ein Flagship-Projekt auf den Weg gebracht, da ging es um eine ganze Milliarde Forschungsfördergelder. Wir waren fast am Ziel, aber am Ende ist uns halt doch noch jemand dazwischen gekrätscht. Ich will es ganz offen aussprechen, es geht eigentlich um die Frage, was wollen die Eliten, ja, und die großen Unternehmen, die natürlich durch Lobbyismus mehr Gehör finden als viele andere. Und das setzt die Politik unter Druck. Ich glaube aber nicht, dass diese Unternehmen in der Lage sind, die existenziellen Weltprobleme alleine zu lösen, dass wir also tatsächlich einen Systemwandel brauchen, wenn es gut ausgehen soll. So, man hat in der Vergangenheit immer angenommen, all das, was die Unternehmen zufriedenstellt, das ist auch gut für die Gesellschaft und dann wird es am Ende alles gut. Diese Formel funktioniert aus meiner Sicht nicht mehr. Und jetzt kommt die Politik in diese unangenehme Situation, dass sie unter Umständen auch Entscheidungen treffen müsste, die anders ausfallen, als die Lobbyisten sie ihnen einflüstern. Und
Das werden Sie wahrscheinlich nur schaffen, diese Kraft aufzubringen, wenn tatsächlich die Zivilgesellschaft genügend viel Gegendruck macht. Es hängt also von Ihnen ab, ob das kommt. Ja? Die EU und Berlin und Bern und Wien und so weiter und Den Haag, die wissen alle, was ich denke. Ja? Es ist nur eine Frage der Kräfteverhältnisse. Die Wissenschaftler, die Innovatoren, die sind da, die Ideen verbreiten sich, die Menschen mögen es. Es braucht jetzt halt tatsächlich den Startschuss, es braucht den Mut, es auf den Weg zu bringen. Und ja, machen Sie ein bisschen Druck. Ich meine, das ist Ihr Recht, das einzufordern. Ja, denn wenn Sie es nicht tun, dann kann das eben auch anders ausgehen. Und wir wollen natürlich in der besten aller Welten leben. Ja? Und diese Welt, die müssen wir mitgestalten können, das ist klar. Ja, also Ihr Modell E und F, das gefällt mir ganz gut. Und ich würde einfach mal hören, inwieweit Sie historische Gegebenheiten analysiert haben. Also beispielsweise die Verhältnisse, die von 30-33 dann in die Katastrophe geführt haben, mit den vielen. Und ja, wir sind ja, wie Sie sagen, so im Prozess. Und wir sehen, dass ringsherum Orban, Erdogan, ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen, da offenbar eine gegenläufige Tendenz haben. Und da würde mich mal interessieren, wie man mit unserer Nettigkeit da doch obsiegen können und bei F landen. Ja, das haben Sie vollkommen richtig beobachtet. Die Demokratien sind weltweit unter Druck. Und einige sind schon umgefallen oder doch zumindest geschwächt. Und auch die anderen Demokratien scheinen mir angefochten zu werden. Ich sehe das als eine ernsthafte Bedrohung der Demokratie an. Und auch ich schaue natürlich zurück, historisch, nicht nur in die Zeit des Dritten Reiches, wo neue Medien eine wichtige Rolle gespielt haben, das Radio zum Beispiel, Volksempfänger für die Propaganda oder auch zur Zeit Martin Luthers, wo die Buchpresse zur Verbreitung von neuen Ideen geführt hat. Und es gab dann den 30-jährigen Krieg. Im letzteren Fall sind 8 Millionen Menschen gestorben, im ersteren Fall sind über 80 Millionen Menschen gestorben. Jetzt haben wir wieder neue Propagandatools, Social Bots, die Nachrichten nach Belieben multiplizieren können, sie aber auch personalisieren können, damit sie viel effektiver manipuliert werden können, als es jemals der Fall war. Damit werden sie nicht nur zu Konsum verleitet, sondern auch dazu gebracht, bestimmte politische Parteien zu wählen und bestimmte Meinungen anzunehmen oder Emotionen zu empfinden gegenüber bestimmten Religionen und Volksgruppen. Es sind im Grunde genommen Methoden der psychologischen Kriegsführung, die technologisch hochskaliert worden sind. Es sind Cyberwaffen, die auf uns angewandt werden. Ja, ich kann das gar nicht anders bezeichnen. Hochgefährlich, das kann unsere Gesellschaft destabilisieren, hat es auch schon zum Teil. Man wusste sich lange Zeit aber nicht anders zu helfen angesichts dieser Nachhaltigkeitsherausforderungen, vor denen wir stehen, über die wir seit den 70er Jahren wissen. Ja? Grenzen des Wachstums, sagt Ihnen vielleicht etwas, global 2000. Jetzt sprechen wir über die Paris Accords, also die Pariser Klimaverträge. Man dachte, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist tatsächlich eine so eine Art Top-Down-Kontrolle. Manche nennen es Weltregierung, ist aber völlig egal. Der Punkt ist, dass man gesagt hat, die Nationalstaaten können es nicht packen, weil es da viel zu viel kompetitive Interessen gibt. Und dann haben die multinationalen Unternehmen gesagt, na, dann lasst uns das mal machen, weil wir sind ja ohnehin rund um die Welt vertreten und wir können schon unseren Kopf durchsetzen. Und
macht uns nur den Weg frei. Und dann kam der Neoliberalismus und es kamen diese Freihandelsabkommen. Und man dachte, das ist das Einzige, was uns retten kann. Denn diese Prognosen des Grenzen des Wachstums sagen, dass wir in absehbarer Zeit nicht nur in eine Wirtschaftskrise, sondern auch in eine Bevölkerungskrise hineinlaufen müssen. Wenn also sehr viele Menschen, also unter Umständen Milliarden, sterben. Ja, also es geht um Leben und Tod, mit anderen Worten. Und da dachte man, es geht nicht anders, als jetzt quasi diesen multinationalen Unternehmen mehr Macht zu geben. Und die Politik der letzten Jahrzehnte war in diese Richtung ausgerichtet. Und jetzt ist es eigentlich fast perfekt, fast komplett umgesetzt. Da kommt Herr Helbing und sagt, es gibt einen dritten Weg, ja? Nämlich die Städte und Regionen, die bottom-up mit Open Innovation hier als Innovationsmotoren partizipativ in der Beteiligung der Zivilgesellschaft tätig werden können. Und jetzt werden wir sehen, ob das noch irgendwie in letzter Sekunde an der richtigen Stelle ankommt und das Ruder nochmal rumreißen kann, oder ob wir jetzt erstmal in eine Katastrophe hineinschlittern, aus der wir uns nur befreien können, indem das System, das wir jetzt haben, erstmal scheitert. Herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Nun ist es ja schon so, dass es in Made in China ja nicht monetäre Belohnungssysteme oder Bestrafungssysteme für soziales Verhalten gibt. Auch nur ein Beispiel: Wenn Sie mal älteren Menschen über die Straße helfen, kriegen Sie dann vielleicht hinterher bevorzugt ein Theaterticket. Ja? Sie sind einfach in der Rangliste dann höher gesetzt. Wie schätzen Sie das ein? Weil das Problem ist doch eigentlich, wer ist jetzt normativ sozusagen die Regeln für gutes und schlechtes Verhalten? Ja? Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Also es handelt sich um einen sogenannten Social Citizen Score, der in China im Moment getestet wird. Da bekommt quasi alles, was Sie tun und lassen, jedenfalls wenn Sie Chinesisch sind, Plus- oder Minuspunkte. Ja, wenn Sie Ihren Kredit verzögert zurückzahlen, wenn Sie kritische Nachrichten lesen, wenn Sie die falschen Freunde haben, wenn Sie bei Rot über die Ampel gegangen sind, gibt alles Minuspunkte. Ja? Nun, andererseits hängt von Ihrem Punktestand ab, welche Jobs Sie bekommen können, was Sie für Ihre Kredite bezahlen, welche Länder Sie reisen dürfen und welche Services Sie nutzen können, zu welchen Konditionen. Das heißt, dieses System verwandelt einen eigenverantwortlichen Bürger in einen Untertan. Und vor allen Dingen in einer Welt, in der die Ressourcen irgendwann knapper werden würden, ja, wo diejenigen, die unter einem bestimmten Punktestand fallen, bestimmte medizinische Behandlungen oder Medikamente oder auch bestimmte Lebensmittel einfach nicht mehr bekommen würden. Ja. Also das wäre tatsächlich eine sehr brutale, neofeudalistische, totalitäre Welt, die zentral gesteuert würde, angeblich alles ganz fair, angeblich alles zu unserem Besten, aber man kann das leicht widerlegen, dass das tatsächlich zum besten System führen würde und das und zu der besten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Situation, die man sich vorstellen kann. Ja, man sagt oft, Not macht erfinderisch. Um erfinderisch tätig zu werden, braucht man aber Freiheiten. Ja, und diese Freiheiten sind in diesem System nicht gegeben, wo man immer Minuspunkte bekommt, wenn man nicht genau das tut, was einem das Smartphone oder das Smart Device gerade sagt. Also ich bin sehr skeptisch, eben weil es nicht diese innovativen Freiräume lässt. Das System, was ich vorgeschlagen habe, mit diesem multidimensionalen, partizipativen, sozioökologischen Finanzsystem, das hat zwar auch Anreizsysteme, aber das sagt Ihnen nicht genau, was Sie tun müssen. Sie haben da Freiheiten. Ja? Das sagt nur, wir brauchen jetzt irgendwie drei Leute, die das machen, wer meldet sich? Aber es sagt nicht, Sie machen jetzt das und Sie machen jetzt bitte das und sonst kriegen Sie Minuspunkte. Ja? Es mobilisiert die Kräfte der Gesellschaft, aber auf eine Art und Weise, die innovative Freiräume lässt und damit
eben Lösungen entstehen lässt, die diese existenziellen Probleme, die wir haben, lösen und die am Ende zu dieser Kreislaufwirtschaft führen, die eben zu einer wesentlich besseren ökonomischen, gesellschaftlichen Situation führen. Lesen Sie vielleicht, ein kleiner Tipp, ein Science Fiction, an dem ich mitgewirkt habe, wo es genau um diese Frage geht, nennt sich I God, also I, kleines I, und dann God, G-O-D. I God kriegen Sie bei Amazon, ist also so eine Art modernes 1984, aber mit einem Happy End, ja, und macht eigentlich, glaube ich, nachdem ich, was ich gehört habe, recht viel Spaß, das zu lesen. Danke. Vielen Dank auch für diesen Literaturhinweis. Dirk Helbing, und Sie haben sehen dürfen, Komplexität bedeutet nicht nur Probleme und Fragen, sondern es gibt auch Antworten. Ich darf Sie herzlich einladen, wenn der Themenkomplex Sie interessiert. Es geht weiter mit Stichwort digitale Transformation am 23. zum Donnerstag, 23. November. Schaffen wir die digitale Bildung, Ausbildung, braucht Bildung mehr Bytes. Und für diejenigen, die da vorbeikommen, es wäre doch ganz schön, bringen Sie die Ideen von Herrn Helbing doch mal mit nach Co-Education und Netzwerklernen und so weiter und fragen Sie da doch auch mal das entsprechend fachliche Podium. Und so hätten wir auch eine kleine Transferleistung von einer Veranstaltung in die anderen. Das fände ich auch mal ein interessantes Experiment. Kommen Sie gut nach Hause, wir sehen uns wieder. Vielen Dank nochmal an Dirk Helbing.